Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des GCHD April Events, nämlich dem Suzuka 300 Kilometer Rennen mit den Super GT Fahrzeugen. Ja, das Qualifying war schon sehr, sehr interessant. Beste Runde hier für Andi 89 vor Michels Einer. Wir werden direkt mal dorthin wechseln. Ich hoffe, dass wir dann nicht diesen Black Screen kriegen. Aber vielleicht geht es jetzt am Start noch. Genau. Sind jetzt hier gerade in der Startaufstellung. Gleich geht das Rennen auch schon los. Gefahren werden 300 Kilometer, wie schon der Name dieser Veranstaltung ja zu vermuten lässt, auf dem japanischen Suzuka Circuit GT500 Fahrzeuge. Und wir sehen, Andi 89 kommt hier super weg vom Start. Toller Start. Und Michels Einer aber auch direkt dahinter mit dem Supra. Dritte Position im Moment, Ike 86, Number One, und Softy 96 ist auch ganz nah da dran mit dem NSX. Sehen also auch verschiedene Fahrzeuge hier am Start, alle irgendwie in verschiedenen Performance-Einstufungen, damit diese auch irgendwie aufeinander passen. Und ja, was soll ich sagen, also hier ist schon mal eine sehr, sehr turbulente Anfangsphase, jedoch alles sehr, sehr fair abgelaufen zu diesem Zeitpunkt. Die Startphase hier also absolut in Ordnung bis hier. Andi jetzt hier schon mit einem ganz kleinen Vorteil, mit einem kleinen Vorsprung. Und wir wechseln natürlich nochmal weiter nach hinten, um zu gucken, was das restliche Feld macht. Hier ist dann bis zu bei Feuerguschlag eine kleine Lücke schon entstanden. Auch in der Qualifikation, da haben sich eigentlich Andi 89 und ja, der gute Michels Einer schon sehr, sehr abgesetzt. Also zwischen diesen beiden und dem Rest des Feldes eine sehr große Lücke. Und wir sehen, dass Michels Einer jetzt hier die Führung übernommen hat. Hinten in der Spoon-Kurve hat er überholt. Und somit also hier erstmals die Führung für sich ja übernommen, aber wir sehen, Andi ist hier schon wieder am Ausscheren. Ich glaube, der wird das natürlich nicht so leicht auf sich sitzen lassen wollen und wird sicherlich am Ende der Geraden nochmal versuchen, einen Konter zu setzen. Ja, und dieses April-Event jetzt hier, eines der jeden Monat erscheinenden Events bei GCHD. Und ich freue mich natürlich auch immer, diese zu veranstalten, und sind jetzt hier heute übrigens mit 14 Teilnehmern am Start. Gucken wir uns nochmal die Informationsanzeige an, damit wir einen Überblick haben. Michels Einer also dabei, Andi 89, Softy 96, Speedy 2000, Ike 86, NO1, das bin ich, und Feuerguschlag. Joker, ein neuer Fahrer, 0, Joker 0, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll. A-Cup 2010, da war ich auch sehr froh drüber, dass er auch dabei ist. Gerümpelkrieger, auch immer mal wieder zu sehen bei den Events. Ein gern gesehener Gast natürlich. Ja, Scott's Channel dabei. Tails Power 2013 ist auch in diesem Rennen anwesend. Das erste Mal in einem GCHD-Event dabei. Später werde ich noch ein bisschen mehr zu diesen Fahrern sagen. Auch Elias ist wieder am Start. Er fährt auch sehr oft hier bei den Events mit. Sowie Lukas 211. Ja, und jetzt sehen wir hier in dieser Phase schon, dass Michels Einer jetzt hier schon eine richtige Lücke zu Andi herausgefahren hat. Konnte der Andi also erstmal nicht kontern. Hier in dem, ja, hellgrünen Nissan GT-R unterwegs, der Andi. Michels Einer hier im Toyota Supra. Toyota Supra hier in den Einstellungen mit 585 LP, genau die gleichen, wie auch der Nissan hat. Und andere Fahrzeuge, zum Beispiel der auf der 4 fahrende NSX, hat ebenfalls 585 LP. Die HSV Hondas, die sind natürlich ein bisschen schneller, deswegen sind die etwas von der LP-Zahl reduziert auf 575. Tja, der Lexus SC430, der auch im Feld unterwegs ist, sowie ja, der Nissan ZGT500, die sind auf 590 LP zugelassen, allerdings kein Nissan ZGT500 im Feld. Ja, wir wechseln doch nochmal ein bisschen weiter nach hinten, damit wir hier nichts verpassen.
Softy hier im Moment mit einigen Problemen mit dem Wagen, hat hier ein sehr instabiles Fahrverhalten, natürlich auch durch den NSX und den Mittelmotor geschuldet. Fährt hier jedoch relativ gut auf der vierten Position im Moment. Vor ihm Speedy 2000 im Lexus. Und wir sehen, das ist auch sehr, sehr eng hier, was hier abgeht. Dort fährt er sehr, sehr weit raus in der ersten Degner-Kurve. Hat Ike natürlich sofort genutzt. Softy hier sehr, sehr ungestüm wieder auf die Strecke gekommen. Hat dabei Gerumpelkrieger und auch noch A-Cup 2010 behindert. Das ist natürlich nicht sehr schön, weil wenn man vom Kiesbett auf die Strecke zurückfährt, sollte man doch darauf achten, nicht andere Fahrer zu behindern, so wie das hier passiert ist. Ja, das ist also eine sehr unschöne Geschichte hier. Schauen wir mal, wie sich der junge Österreicher hier im weiteren Verlauf dieses Langstreckenrenns schlägt. Ja, und A-Cup 2010, auf den werden wir direkt mal umschalten. Fährt hier im Honda HSV. Schalten wir mal ein bisschen auf die Onboard. Sehen wir vielleicht auch gleich noch ein paar Duelle mit Softy, der nämlich jetzt im Windschatten ist und sich ansaugt. Ja, A-Cup 2010, das erste Mal bei einem GCHD-Event dabei. Aber er ist auch kein neues Gesicht sozusagen. Ist nämlich ein Fahrer der ehemaligen GCG-Riege, also auch ein sehr erfahrener Fahrer, der schon viele Online-Rennen und Events gefahren ist und auch schon selber welche organisiert, auch in GT6. Sehr, sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Unter anderem werden diese Rennen auch übertragen auf YouTube von Andy89 auf dem Kanal TheAndy89. Und meistens sind es Marken-Cup-Events, die er da sozusagen veranstaltet. Und ja, auf jeden Fall auch ein sehr guter Fahrer, macht hier momentan auch einen soliden Job und arbeitet sich jetzt Stück für Stück an Gerumpelkrieger dran, der auch mit dem Honda, mit dem Nissan GT-R unterwegs ist. Mal kurz einen Blick zurück an die Spitze und da sehen wir, dass Andy 89 jetzt langsam wieder Anschluss gefunden hat an Michels Einer. Also hier wirklich ein schönes Duell am Anfang dieses langen Rennens. 52 Runden werden gefahren, wie ihr sehen könnt. Und das ist gerade mal die vierte und Einer ist leider auch schon ausgestiegen. Das war nämlich Karaota 17, nach ein paar Runden schon ausgeschieden. Natürlich sehr schade und die meisten wissen es ja mittlerweile auch schon. Ist es nicht sehr gerne gesehen hier, dass Fahrer einfach aus dem Rennen gehen. Wenn man sich zu so einer Veranstaltung anmeldet, sollte man diese doch bitte auch beenden und zu Ende fahren. Ja, so viel erstmal dazu. Wir sehen jetzt hier, Andy ist dran. Der kann auf jeden Fall den gleichen Pace und den gleichen Speed gehen wie Michels Einer. Es ist halt die Frage, wann er das Manöver setzt, vielleicht jetzt am Ende der Geraden. Leider hier so ein paar kleine Soundaussetzer vom Motor, das ist leider von dem Spiel geschuldet. Michels Einer hier mit dem Supra natürlich mit einem sehr, sehr guten Topspeed ausgestattet. Der Andy müsste jetzt eigentlich versuchen, in den SS oder am Ende der SS ranzukommen und dort vielleicht irgendwo, vielleicht in der Haarnadelkurve, einen Manöver zu setzen. Aber hier ist es im Moment noch nicht nah genug dran. Ja, spannende erste Runden, wie gesagt. Die Degner-Kurven jetzt hier, da kommt auch der Michels Einer sehr gut durch. Und so sieht es jetzt im Moment wieder aus, dass der Michels Einer wieder eine kleine Lücke rausgefahren hat. Ja, ein kleiner Blick auf die Echtzeitanzeige zeigt auch hier die Rundenzeiten, die fast identisch sind an der Spitze. 54,4 und 54,5 fahren die beiden. Dann kommt erstmal eine ganze große Lücke und dann kommt Ike86 Number One mit einer 1,54. 6, also ist auch von der besten Runde her nur eine Zehntel langsamer, aber die letzte war alleine schon etwas, 2 Sekunden langsamer als die der vorne fahrenden und hat jetzt mittlerweile schon 11 Sekunden Rückstand.
Und jetzt ist Andi genau dran auf der Schikane, auf dem Weg zur Schikane. Und ja, jetzt wird ihm wahrscheinlich der Supra wieder wegziehen vorne. Der hat nämlich, wie schon angesprochen, einen leichten Topspeed-Vorteil. Ja, mal wieder ein kleiner Blick zurück ins Feld, wo wir unter anderem auch Joker gerade sehen. Dort sind gerade einige Positionskämpfe. Joker überholt Speedy hier in die Schikane rein mit seinem Honda HSV. Wie gesagt, auch ein neues Gesicht hier in den Rennen, bei den GCHD-Rennen. Macht hier eigentlich bislang einen soliden Job und es wird auf jeden Fall noch interessant, wie er hier weiterfahren wird. Und dort sehen wir Gerümpelkrieger ganz weit außen. Hat dort auf dem Rasen angebremst, hat natürlich jetzt da wertvolle Zeit verloren und viel Schwung. Und da hinten sehen wir, dass Softy da sich ganz schön angelehnt hat an Elias und den ganz schön abgeschossen hat. Und hier sehen wir das auch weiter. Hinterher kamen übrigens auch noch viele Beschwerden rein über Softy 96 von verschiedensten Fahrern. Elias ist hier also abgeschossen worden. Das ist natürlich nicht so schön. Schauen wir mal, was er jetzt macht, ob er sich hier wieder ein bisschen akklimatisieren kann, sage ich mal. Softy leider auch schon im letzten Event etwas negativ aufgefallen. Hat dort auch schon einige unfaire Manöver gezeigt. Und ja, das hat jetzt auch leider zur Folge für ihn, dass er erstmal für die Rennen gesperrt sein wird, die vom GCHD ausgetragen werden. Auch hinterher wird er die anderen Fahrer nicht überrunden lassen. Das war schon alles ist alles hinterher rausgekommen. Das ist natürlich schade. Und das kann man natürlich so sportlich nicht anbieten für die anderen Fahrer. Schauen wir mal weiter zurück. Lukas S211 fährt auch relativ oft mit bei den Events. Und hat allerdings bisher noch nie ein Event beendet. Und deswegen wird's... Oh, sehen wir jetzt auch gerade einen miesen Abflug. Und deswegen wird es auch interessant sein, ob er es vielleicht schafft. Oh, und da ist er auch rausgegangen nach dem Abflug. Ja, und das wird auch für ihn zur Folge haben, dass er erstmal nicht mehr an den Events teilnehmen darf. Er hat, glaube ich, die letzten 5 Events alle abgebrochen. Und ja, wie gesagt, das wollen wir natürlich nicht gerne. Das sehen wir nicht gerne. Und somit, es wird der Platz dann für jemanden vergeben, der das Rennen auch beenden kann. Momentan sind wir jetzt hier auf der Kamera von niemanden irgendwie. Genau, jetzt schauen wir hier mal wieder hin. Der direkte Verfolger der Spitzengruppe Eik hier momentan auf einsamen Posten unterwegs, fährt hier so seine Pace und fährt so eine Art kleines Fernduell gegen A-Cup 2010. Allerdings sehen die beiden sich jetzt auf der Strecke noch nicht, aber sind natürlich indirekte Konkurrenten. A-Cup jetzt hier momentan in der Spitzkehre und wir sehen auch, dass Speedy 2000 hier mit dem Lexus auch nicht ganz so weit davon weg ist, macht hier nämlich auch einen guten Job, hat auch in der Qualifikation eine ganz gute Zeit hingelegt. Schauen wir mal zurück, der zweite Supra im Feld hier, pilotiert von Elias 456. Ja, es macht immer sehr viel Spaß, Elias zuzugucken, weil er eigentlich eine immer konstant gute Leistung gebracht hat. Am Anfang war er noch weiter hinten unterwegs, aber er ist jetzt mittlerweile wirklich ein sehr ernstzunehmender Gegner. Hat allerdings auch schon einige Verwarnungen im Vorfeld bekommen, eben auch dadurch, dass er die Rennen nicht beendet hat. Schauen wir mal, wie er jetzt sich hier schlagen wird und wo er eventuell am Ende ins Ziel kommen wird. Ja, der Supra, wie schon erzählt, hat wirklich einen guten Topspeed. Hat natürlich dadurch auch weniger Aerodynamik und das ist auch der Grund, warum er mehr Topspeed hat. Ist noch ein Auto des etwas älteren Reglements und hier ein ziemlich mieser Abflug in der ersten Kurve. Also haben hier doch eigentlich mehrere Fahrer mit einigen Problemen zu kämpfen.
Gerümpelkrieger mal hier mit dem Nissan unterwegs. Hatten wir hin und wieder schon mal im Bild. Und da haben wir gerade leider nicht ganz mitbekommen, es gab einen Führungswechsel. Andi 89 ist vorbeigegangen an Michels einer. Und hat jetzt sogar direkt schon einen kleinen Vorsprung ausgebaut. Also das ist hier wirklich eine enge Geschichte vorne an der Spitze. Ja, die beiden sind auch wirklich hier an diesem Rennwochenende, an diesem Langstreckenrennen, das Nonplusultra, was auf der Strecke unterwegs ist. An diese Geschwindigkeit da vorne kommt kein anderer Fahrer im Feld ran. Wir sehen, dass jetzt hier hinten in den schnellen Abschnitten der Michels einer auch wieder ganz gut rankommt an den Andi. Und jetzt ist er direkt im Windschatten und mit dem Topspeed-Vorteil kann er jetzt auf jeden Fall, wenn er Glück hat, ein Manöver setzen. Sehen, da zieht er vorbei mit einem enormen Überschuss. Aber Andi ist wieder dran. So, jetzt ist er wieder sehr nah dran. Wenn er jetzt Glück hat, kann er es versuchen in die Haarnadelkurve. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Kommt hier auch beim Anbremsen etwas quer. Ja, jetzt wird der Abstand auch wieder etwas größer, deswegen schalten wir jetzt auch mal wieder zurück ins Feld. Softy 96 mittlerweile ja hier mit dem NSX weiterhin unterwegs. Man muss natürlich sagen, dass der NSX im Vergleich zu GT5 doch noch mal ein bisschen nervöser geworden ist. Also die Mittelmotorfahrzeuge fahren sich insgesamt schwieriger als im Vorgänger. Ja, es ist schon realistisch. Es wurde auch schon ein bisschen nachgepatcht, dass sie sich dann doch etwas leichter doch wieder fahren lassen. Aber insgesamt ist der NSX nicht mehr so die Bank, wie er früher einmal war. Ja, wie gesagt, nach dem Rennen, also rückblickend betrachtet, wird Softy leider erstmal gesperrt werden. Genauso wie Humongous 999, der sich auch oft anmeldet für Rennen, dann aber nicht erscheint oder eben die Rennen, die er mitfährt, bisher auch noch nie beendet hat. Ja, insgesamt, jetzt sehen wir hier ein Manöver, das war sehr, sehr gut von Softy. Ja, insgesamt muss ich mir natürlich sagen, dass ich mache mich natürlich etwas unbeliebt mit diesen ganzen Sperren und so. Das kann ich verstehen und ich werde mir sicherlich auch Leute damit einhandeln, die natürlich meine Videos dann irgendwie disliken und solche Sachen und mich natürlich nicht mögen und die Sachen hier schlecht machen. Aber was soll ich sagen? Ich muss natürlich ein faires Rennen veranstalten und muss also solche Sachen entscheiden. Ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache bei den meisten Fahrern, aber die meisten wollen ein faires Rennen haben und das kriegen sie nur, wenn das ein bisschen reglementiert wird und somit können wir einfach nicht jeden da mitfahren lassen, der Autoscooter spielen will sozusagen. Oder immer, wenn er auf dem letzten Platz ist, gleich rausgeht. Ja, Feuerguschlack hier hinten fährt momentan auf der 8. Position im Honda HSV. Scheint doch auch ganz solide unterwegs zu sein. Ich glaube, es fehlt ihm ein bisschen an Speed. Indessen schauen wir noch mal kurz an die Spitze, ob es dort vielleicht schon wieder einige Kämpfe gibt. Hier ist nämlich der Andi gerade wieder sehr nah dran gekommen. Aber, und jetzt setzt er sich daneben auf die Gerade.
Aber allerdings wird das bessere Ende hier wahrscheinlich für den Supra-Fahrer sein, weil er, wie gesagt, einen etwas besseren Topspeed hat. Sehen auch jetzt hier der Reifenverschleiß mittlerweile schon etwas fortgeschrittener. Vorderachse hier von Michels Einer nur noch auf 7, während die Hinterachse noch auf 9 ist. Also hat er hier doch an der Vorderachse einen relativ hohen Reifenverschleiß. Es wird natürlich auch interessant sein, wer hier mit welcher Boxenstrategie fahren wird. Es ist natürlich auch ein längeres Rennen. Man denkt, wir werden so ungefähr 1 Stunde 45 Minuten fahren. Und da ist es natürlich wichtig, welche Strategie man nimmt, wie lange man draußen bleiben kann. Und das sind so Sachen, die bei einem 300-Kilometer-Rennen natürlich dann auch zum Tragen kommen. Und jetzt könnte er es versuchen, aber es reicht noch nicht ganz. Jetzt setzt er sich daneben hoch zu 130R, aber da fehlt ihm wieder leider der Topspeed. Also wirklich ein enger Kampf hier vorne an der Spitze. Ja, wie ich habe ja gerade gesagt, das Rennen wird so ungefähr 1 Stunde 45 Minuten dauern. Die werden wir jetzt hier in dieser Sendung allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Ich werde hier eine kleine Highlight-Sendung draus machen. Werde nachher dann mal ein bisschen vorspulen, weil es dann natürlich auch etwas träger wird in so einem Langstreckenrennen. Mit so einer hohen Distanz geht es natürlich nicht immer zur Sache, das ganze Rennen lang. Gibt es auch mal langsamere Phasen und die werde ich dann natürlich versuchen zu überspringen. Ja, so spannend das hier auch ist, ich glaube, da wird sich jetzt erstmal nicht so ganz so viel tun. Gucken wir uns nämlich noch mal ganz kurz die Zeiten an. Und dort sehen wir jetzt schon einen ganz schönen Unterschied, auch was die Bestzeiten angeht. Da ist nämlich der Michels Einer doch im Moment von der Bestzeit her gesehen rund 6 Zehntel schneller, noch ein bisschen mehr, als der Andi 89. Allerdings waren die letzten Rundenzeiten von den beiden fast identisch mit einer 55,9 und einer 55,99. Ja, nochmal ein kleiner Blick zurück auf Softy 96. Fährt hier jetzt im Moment ohne Gegner in der Nähe. Und dann schauen wir doch mal weiter nach hinten. Scott's Channel ist hier nämlich auch unterwegs mit einem Lexus Petronas SC430. Ja, eigentlich ein sehr gutes Fahrzeug, hat Potenzial. Kommt allerdings hier noch nicht so ganz zurecht mit diesen Fahrzeugen. Nur auf der 11. Position im Moment. Und ja, auch einer der nicht ganz so erfahrenen Fahrer, muss man dazu sagen, muss sich hier wohl auch erstmal noch ein bisschen mit dem Fahrzeug anfreunden und mit generell mit, muss er wohl in seiner Karriere hier noch ein paar Kilometer sammeln, bevor er da weiter nach vorne kommen kann. Währenddessen Andi jetzt an der Spitze. Und zwar mit einem ganz schönen Vorsprung. Hat Michels Einer sicherlich ein Problem gehabt. Vielleicht einen Fehler gemacht oder so. Anders kann man sich diesen Vorsprung nicht erklären. Ja, habe ich jetzt natürlich nicht im Bild gehabt, aber ich kann natürlich nicht überall bei jedem Ereignis sein. Ist quasi unmöglich. Und somit, ja, muss so gewesen sein, dass es da einen Fehler gab. Anders ist es nicht erklärbar.
Ja, schalten wir auch nochmal ganz weit zurück auf der letzten Position im Moment. Tails Powers 2013 im Lexus Denso Dunlop Saat SC430. Ja, der wurde auch schon einige Mal überrundet, ist von der Pace hier jetzt noch nicht ganz so an bei der Musik. Lässt allerdings hier die Leute fair überrunden, das muss man ihm lassen. Also er rammt niemanden weg und fährt fair und lässt die Leute überrunden und das ist die Hauptsache. Und ja, fährt hier ein ganz gutes Rennen, muss ich sagen. Hier sehen wir auch, dass er die Spitzengruppe problemlos passieren lässt. Er ist übrigens auch ein Anwärter, der jetzt in der Endurance-Serie fahren wird wahrscheinlich. Momentan wirkt er mit dem Fahrzeug noch ein bisschen überfordert. Müssen wir mal schauen, wie er sich dann in der LMP1-Klasse schlagen wird. Das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes. Und ich denke, wenn er dann nochmal viel Training hat und viel trainiert mit dem Audi R18, dass er dann in der Endurance-Serie auch gut unterwegs sein kann. Allerdings muss es da wohl noch ein paar Absprachen geben mit ihm. Ansonsten, ja, Respekt, das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Fahrer auf der letzten Position ist und weitermacht und nicht gleich rausgeht aus dem Rennen. Und sowas ist schon lobenswert auf jeden Fall. Aber schauen wir nochmal weiter, etwas weiter nach vorne. A-Cup momentan hier. Mit einem ganz relativ großen Abstand nach vorne und nach hinten. Elias jetzt hier an der Box. Holt sich hier neue Reifen. Ja, ich habe es ja schon mal angesprochen, der Supra hat offensichtlich auch einen relativ hohen Reifenverschleiß im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen. Deswegen ist es auch nicht ganz so verwunderlich, dass die Supras jetzt hier, dieser Supra zumindest, als erstes an die Box geht. Ja, das ist hier jetzt momentan so eine Gruppe von Fahrern, die mit am nächsten zusammen sind auf der Strecke. Gerumpelkrieger hier leider auch mit einigen Ausritten. Ansonsten, wenn er dann mal einen sauberen Lauf hat, muss man sagen, fährt er doch sehr gut. Diese ein oder anderen kleinen Fehlern kosten ihn halt dann doch immer relativ viel Zeit. Schauen wir doch nochmal wieder an die Spitze. Und wir sehen, dass dort der Abstand doch jetzt mittlerweile immer noch so groß geblieben ist. Ich denke, wir sehen, dass Andy zum Beispiel jetzt hier die Vorderachse 80%, die Hinterachse 90% hat. Und dann schauen wir mal auf Michels einer, der hat vorne nur noch 60% und hinten 90%. Also wird bei ihm jetzt auch langsam der Reifen nachlassen. Hat natürlich einen guten Topspeed, aber das Fahrzeug hier wirklich zu hohen Verschleiß für die lange Distanz. Und das ist so das Problem, was Michels einer hier im Moment hat. Von der Pace her ein wirklich schneller Fahrer. Wir haben es die ersten Rennen gesehen, die ersten Runden. Aber sowas ist natürlich schwierig zu handeln in einem Langstreckenrennen. Da kann man noch so guter Fahrer sein. Wenn das Fahrzeug da nicht mitmacht, kann man es leider nicht kompensieren sozusagen. Oh, jetzt hier auch ein übler Dreher. Ist hier auf den Curb gekommen beim Anbremsen. Hat nochmal Zeit gekostet und jetzt ist er eigentlich ganz weg vorne von der Musik. Kann jetzt nur noch darauf hoffen, dass er vielleicht der Andi vorne noch einen Fehler macht, weil über die Strategie wird er wahrscheinlich auch nichts machen können. Eben wegen diesem hohen Verschleiß des Toyota Supras. Ja, schalten wir doch nochmal weiter zurück hier bei IX86 Number One, den hatten wir auch noch nicht so oft im Bild. Fährt hier doch einen soliden dritten Platz im Moment. Hat nach vorne eigentlich, kann er nichts reißen. Nach hinten kann er noch einiges verlieren. Da ist nämlich der A-Cup 2010 auch relativ schnell unterwegs. Und der
Fährt ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie Ike. Das wird auf jeden Fall noch interessant über die Distanz. Und es wird natürlich dann auch interessant, wer welche Boxenstrategie fährt. Sehen auch hier, der Reifenverschleiß ist höher als der des GTRs. 70% vorne und 90% hinten im Moment bei Ike. Akab ist gar nicht so weit weg. Ihr seht es auch auf der Streckengrafik oben. Hier mit der Startnummer 42 jagt den HSV hier auch über die Curbs. Also natürlich ist der HSV auch ein sehr gutmütiges Fahrzeug, aber auch eben durch diese Leistungsklassen fehlt es ihm hier so ein bisschen an Topspeed. Ansonsten, wenn alle Wagen die gleichen Performance-Werte hätten, dann wäre der Honda HSV das schnellste Fahrzeug. Um einiges sogar. Ja, Joker schon angesprochen. Ich nenne ihn jetzt einfach Joker. Ich denke, der Name soll so sein. Macht wirklich einen guten Job hier. Bringt den HSV gut über die Distanz. Dafür, dass es sein erstes Rennen ist hier und seine erste GCHD-Veranstaltung, kann man nur sagen, Respekt. Schneller, guter Fahrer. Hin und wieder hatte man so ein bisschen Probleme mit seiner Verbindung. Der war doch teilweise sehr am Laggen. Ansonsten alles super hier. Kommt hier ein bisschen zu weit raus. Verliert jetzt hier die Linie. Und da geht Speedy innen vorbei mit dem Lexus. Aber kommt dort zu weit auf den Rasen, auf das Kies da neben der Strecke. Aber will es jetzt nochmal versuchen. Also es ist hier jetzt gerade eine sehr spannende Situation. In die 130R rein. Oh, jetzt kommt der Joker leider wieder zu weit raus. Da hätte er auch ganz leicht abfliegen können. Schöne Kampfgruppe hier hinten. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen aus der Onboard an. Und da geht Speedy vorbei im Lexus Ineos SC430. Ja, der einzigste verbleibende Honda NSX im Feld ist der von Softie. Momentan hat der hier nach vorne und nach hinten große Abstände. Kurz nochmal vorne an die Spitze schauen. Michels Einer jetzt wieder ein bisschen näher rangekommen, habe ich das Gefühl. Aber jetzt auch die Vorderachse nur noch auf 50%. Er wird jetzt wohl oder übel in die Box kommen müssen und das tut er auch. Und dabei wissen wir natürlich auch, dass leider im GT6 dieser Bug herrscht, bei dem der Fahrer, der am längsten draußen bleiben kann, eigentlich den größten Vorteil hat, weil die ersten Rennsätze, die man von Anfang an draufkriegt, die haben ja wirklich den meisten Grip und den zweiten Reifensatz, den man dann bekommt, der ist ja meistens dann schlechter. Und hier bei den Super GT-Fahrzeugen, es macht sich das extrem bemerkbar. Bis zu 2 Sekunden langsamer ist man. Teilweise manche Fahrzeuge auch 3 Sekunden langsamer mit dem zweiten Reifensatz. Schade, dass es diesen Bug gibt. Macht hier bei vielen wirklich das Rennen sozusagen zunichte. Wir sehen, Andy ist hier noch sehr gut aufgestellt mit seinem Verschleiß vorne. 70% Vorderachse, 90% Hinterachse. Kann er also sicherlich noch 5 bis 7 Runden draußen bleiben, vielleicht sogar noch länger. Bis er damit so langsam fährt wie mit dem neuen Reifensatz, wird es noch einige Zeit dauern. Und das ist jetzt auch, glaube ich, der Punkt, der ihm hier die Führung um den Kampf, um den Sieg hier gerade den entscheidenden
Punkt mehr bringt. Ja, jetzt ist es natürlich auch interessant, was der A-Cup macht. War ja nicht weit weg von AX86 Number One. Und es ist jetzt die Frage, kann er jetzt, wie viel er jetzt pushen kann, ob er vielleicht durch die Strategie weiter rankommt. Und ob er jetzt vielleicht in die Box geht. Das ist hier momentan der Kampf um die dritte Position. Bleibt wohl noch weiter draußen. Ja, es ist eigentlich auch die bessere Strategie, weil umso länger man draußen bleibt, umso bessere Chancen hat man, wie schon eben erzählt. Momentan allerdings auch schon auf 60% die Vorderachse bei ihm. Ja, Elias war ja einer der Fahrer, die als erstes in die Box gegangen sind. Und so wie es im Moment aussieht, kann er allerdings nichts aus dem Reifen jetzt rausholen. Verliert also immer mehr Zeit. Es ist hier mehr oder weniger so ein Teufelskreis, der bei ihm jetzt stattfindet. Fährt zu langsam, kommt früher an die Box, um bessere Reifen zu kriegen. Aber diese Reifen sind natürlich wieder noch schlechter als die vorigen. Und somit, ja, kommt der leider immer weiter nach hinten. Die Strategie ist leider nicht so besonders gut aufgegangen. Und dazu, darüber hinaus, ist das Fahrzeug wohl auch jetzt nicht so langstreckentauglich. Leider eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, sage ich mal, bei ihm. Kann da auch gar nicht viel gegen machen. Sind hier Feuergusschlag sehr langsam unterwegs. Oh, und da kam Elias wieder auf den Teppich und hat sich gedreht. Also, ja, nicht unbedingt so der beste Tag für ihn, würde ich mal sagen. Feuergusschlag hier ganz langsam unterwegs. Weiß nicht, was da los ist mit seinem Honda, ob da was kaputt gegangen ist. Fährt hier offensichtlich im Pausemodus durch die Gegend. Ja, ganz hinten sehen wir, dass Tails Powers auch Probleme hat. Schalten wir mal gleich wieder weiter. Ja, und da jetzt einige Stops gelaufen sind, werde ich jetzt einfach mal weiter switchen hier. Runde 30. Da ist jetzt auch der Michels einer wieder vorne. Sind jetzt knapp bei der 1-Stunden-Marke. Und wir gucken uns nochmal die Echtzeitansicht an. Und da sehen wir jetzt mittlerweile, also nach 30 Runden, nach 57 Minuten Rennzeit, hat Michels einer jetzt einen Abstand von 15 Sekunden auf Andi 89. Dann kommt ein weiterer Abstand von 1 Minute 12 zu Ike, 1 Minute 37 zu A-Cup, hat also leider noch etwas Zeit verloren wieder. Ja, und so pendelt sich das hier langsam ein. Feuergusschlag hatte wirklich einige Probleme und ist hier in diesem Fall an die Box gefahren, wo er jetzt den Rest des Rennens auch stehen bleiben wird. Was genau da passiert ist, keine Ahnung. Momentan auch noch nichts von ihm gehört, was da jetzt bei ihm passiert sein könnte. Schade auf jeden Fall, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren kann.
Dadurch erbt Tails Power jetzt auch den 11. Platz im Moment. Und jetzt kommt natürlich auch die Phase, wo die Fahrer jetzt, wo das Rennen natürlich auch den Fahrern an die Substanz geht. Jetzt ist ungefähr eine Stunde Rennzeit und wir haben jetzt gerade mal 26 Runden geschafft. Und das wird jetzt richtig anstrengend für die Fahrer. Und jetzt sieht man auch wirklich, wer in der Lage ist, so eine Distanz zu bewältigen. Das sind nämlich nicht ganz so viele. Im Moment sind bisher nur 2 Fahrer ausgeschieden. Aber jetzt wird es wirklich eine Feuerprüfung sozusagen. Joker überrundet jetzt hier Tails Power. Macht Tails Power wirklich sehr, sehr fair Platz wieder. Ja, ansonsten sehen wir, dass Elias jetzt schon wieder den 2. Satz Reifen drauf gemacht hat. Also auch hier wieder einer der ersten Stopper. Oh, und hier kommt er leider weit raus. Kracht hier bei der 2. Degner-Kurve komplett ins Kiesbett. Also hier läuft es wirklich heute alles andere als gut für ihn. Oh, und hier wieder ein Dreher. Ja, jetzt ist hier alles komplett, glaube ich, bei ihm über dem Haufen. Ja, auch Joker jetzt nach einer Stunde Rennzeit immer noch solide vorne unterwegs auf der 5. Position. Ja, also lieber Joker, wenn du das jetzt hier siehst, also wenn du gerne bist, gerne eingeladen, auch an weiteren Events teilzunehmen. Hakab jetzt hier hinter Elias. Aber er überrundet ihn nämlich. Oh, und hier weit rausgekommen. Das war knapp. Oh, und jetzt fährt Elias hier natürlich erstmal von der Strecke, um Platz zu machen. Geht in die Box. Michels einer jetzt hier in diesem Moment auf der 3. Position, weil er nämlich eben gerade in der Box war. Oder auch nicht. Also die Grafik spinnt hier so ein bisschen. Mal zeigt er jetzt hier 10 an, mal dann wieder weniger. Aber der muss in der Box gewesen sein, sonst hätte Ike ihn nämlich, glaube ich, nicht überholt. Ja, und dann schalten wir doch einfach nochmal, springen wir nochmal ein bisschen weiter vor. Runde 40. Und da sehen wir, dass jetzt nur noch 9 Fahrer am Feld sind. Rausgegangen sind nämlich unter anderem Elias. Und ja, das war's. Es waren nicht nur Elias, sondern auch andere Fahrer. Nämlich Scott Channel ist auch rausgegangen und irgendwer noch, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ach ja, Lukas ist natürlich schon relativ früh rausgegangen. Da sind leider wieder einige rausgegangen, nur noch 9 Fahrer am Feld. Natürlich sehr schade. Elias jetzt auch erstmal für das nächste Rennen der Einzel-Events gesperrt. Weil es eben auch relativ häufig vorgekommen ist in der Vergangenheit.
Michels Einer momentan wieder auf der zweiten Position. Ja, Gerümpelkrieger ist jetzt hier auf der fünften Position. Hat sich jetzt langsam auch ein bisschen, glaube ich, wieder an diese Renngeschwindigkeit angepasst und hat den Wagen jetzt wieder etwas besser im Griff, wie es aussieht. War immer sonst ja Anfang des Rennens etwas weiter hinten unterwegs, konnte sich jetzt akklimatisieren sozusagen und fährt momentan vor Speedy. Reifenstatus vorne, hinten 70%. Speedy jetzt mit 90% vorne, 80% hinten, war also wohl offensichtlich auch etwas früher an der Box im Moment. Speedy war nämlich sonst auch ein Kandidat, der wirklich noch eine Position weiter vorne war. Und jetzt trifft er hier auch auf Gerümpelkrieger. Oh, hat den jetzt hier leicht angebufft. Und schiebt sich dann innen vorbei. War jetzt nicht so wirklich das saubere Manöver von ihm. Insgesamt überwiegend, aber doch sehr fair unterwegs heute. Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf die Zeiten und dort sehen wir, dass Herr Michels Einer mittlerweile eine Runde Rückstand hat, wie es aussieht. Also da hat der Andi nochmal richtig Power draufgelegt. Ne, es ist jetzt 1 Minute 22. Also Andi da vorne in einer ganz eigenen Liga unterwegs. Da kommt keiner dran im Moment. Wir sehen, dass Gerümpelkrieger jetzt kontern wird. Bin gespannt, ob das gut geht bei den beiden. Ist natürlich eine schwierige Stelle zum Überholen. Aber das bessere Ende für Gerümpelkrieger im Moment. Aber Speedy kontert außenrum. Das ist natürlich hier sehr, 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 sehr enge Geschichte gewesen. Schwer zu sagen. Da haben sich beide wenig Platz gelassen, würde ich jetzt mal fast behaupten. So, natürlich in der ersten Kurve, da hätte der Gerümpelkrieger mal mehr Platz lassen können. Das war schon relativ hart. Ja, Softie immer noch im Rennen. Werfen wir mal noch hier nochmal einen Blick an die Spitze zu Andi 89. 44 von 52 Runden sind jetzt mittlerweile absolviert. Und jetzt sehen wir auch hier die Verschiebung im Reifenverschleiß. Mittlerweile ist es so, dass die Hinterachse mehr verschleißt als die Vorderachse. Während man im ersten Stint mit dem Reifen, den man zum Start hat, genau die andere Thematik hat. Warum auch immer das so ist, keiner weiß, es ist ein Bug. Es ist einfach ein Bug. Und es ist schade, dass es einfach nicht gefixt wird von Polyphony Digital mit einem Patch. Ich vermute auch, dass es der Grund ist, dass dieses Reifenmodell nicht funktioniert, dass es keine Langstreckenrennen mehr gibt in GT6. Also diese normalen, die es eigentlich immer gab. Ich vermute, dass es wegen diesem Fehler einfach nicht möglich ist, das vernünftig umzusetzen. Michels Einer hier, auch ein sehr, sehr schneller Fahrer, der immer sehr gern gesehen ist bei den Events. Allerdings hat er hier auch, glaube ich, jetzt durch die vielen Boxenstops, die er machen muss mit dem Supra, jetzt auch bald ein Problem, diese Position zu halten, weil Ike 86 kommt jetzt immer näher dran. Der, wie gesagt, ein sehr ruhiges Rennen hat, fährt hier mehr auf Strategie und auf Fernkämpfe mit A-Cup. Thank you.
Schauen wir uns noch mal ganz kurz hier die Echtzeitansicht an. Und dort sehen wir auch, dass er jetzt zum Beispiel 2 Sekunden, 2,5 Sekunden schneller war in der vergangenen Runde als Michels Einer. Absolute Bestzeit kommt übrigens von Michels Einer mit einer 52,754. Da sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Das sind 5 Zehntel schneller als Andys beste Runde. Und da muss man sagen, Hut ab vor dieser wahnsinnig guten Leistung. Aber wie gesagt, wir sind hier in einem Langstreckenrennen und da zählt nicht die reine Performance, sondern die Ausdauer. Und da ist doch der Andy 89 dem Michels Einer Moment doch sehr überlegen. Und hier sehen wir jetzt, dass Eik jetzt schon ganz nah dran gekommen ist an Michels Einer. Ob Michels Einer jetzt hier vielleicht auch den Dampf rausnimmt, das ist natürlich so die Frage. Schauen wir mal, was seine Reifen sagen. Ja, die sind jetzt schon wieder vorne auf 60% nur noch. Während die bei Eik bei 90% liegen. Deswegen wird er jetzt wohl auch gleich versuchen zu überholen. Geht jetzt hier vorbei in der 130R. Kriegt hier nochmal eine mit. Ja, schade, schade für mich jetzt einer. Kann ich nur nochmal wiederholen. Top-Leistung hier, Top-Performance, die er an den Tag legt. Aber ja, leider reicht es hier mit der Ausdauer nicht so ganz von dem Fahrzeug. Andy hingegen fährt weiterhin hier an der Spitze. Problemlos. Michels Einer hier ganz komisch unterwegs. Das sieht aus, als ob er hier gerade ein Verbindungsproblem hat. Und so ist es tatsächlich auch. Michels Einer leider hier mit einem Verbindungsproblem ausgeschieden. Schade, schade. Nach anderthalb Runden Rennzeit. Anderthalb Stunden Rennzeit. Schon traurig. Aber da kann er natürlich nichts dafür, da hat man eindeutig gesehen, dass es ein Verbindungsproblem war bei ihm. Ja, Speedy 2000 hier jetzt momentan den dritten Platz geerbt. Ist natürlich die Frage, ob er das noch ins Ziel bringt oder ob er vielleicht nochmal stoppen muss. Und ob ACAP 2010 da nicht eventuell auch nochmal angreifen kann. Und da ist er nämlich gerade auch. Und dort übernimmt er die dritte Position. Dieser Fehler hier natürlich jetzt sehr, sehr schmerzlich für ihn. ACAP hat das genutzt und ja, ist jetzt auf Podestkursplatz. Speedy jetzt hier versucht natürlich nochmal ranzukommen. Hat auch ein ganz gutes Paket mit dem Lexus. Aber jetzt merkt man natürlich auch schon nach anderthalb Stunden Rennzeit, dass die Konzentration langsam nachlässt. Es ist auch auf jeden Fall richtig schwierig. Das ist nichts für Amateure, sondern eher für Profis so ein Rennen. Da sieht man dann auch die Abgeklärtheit der Fahrer. ACAP 2010 zum Beispiel, der schon lange im E-Sports-Bereich tätig ist, was Rennsimulation angeht. Hat dann natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht als Speedy 2000, weiß ich nicht, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und da sind es eben diese kleinen Fehler, die mal hin und wieder passieren, die dann letztendlich die Position ausmachen können. Aber Speedy ist noch dran, der beißt, der hat sich damit noch nicht abgefunden. Oh, und jetzt ist ACAP weit rausgekommen, bis hinter den Curb. Wieder mal, haben wir schon öfters mal gesehen.
Jetzt die Frage, ob Speedy hier in Konter setzt. Ja, überholt jetzt hier. Und holt sich die dritte Position erstmal wieder zurück. Ja, schade, dass nur noch 8 Fahrer am Feld sind. Wovon der eine noch in der Box steht. Das ist natürlich nicht so schön. Momentan das hier auch der spannendste Kampf auf der Strecke aktuell. Puh, das war kurz vorm Abflug. Sind jetzt hier auf der Onboard der Nummer 42. A-Cup. ...70% Reifenverschleiß, gleichmäßig an Vorder- und Hinterachse. Puh, hier fast auf den Teppich gerutscht, Speedy da weit außen die Linie. Ist hier ein Begrenzer bei 260 km/h. Und hier bei der Schikane kommt er wieder nah dran, setzt Speedy jetzt unter Druck. Ganz, ganz schwierige Situation bei schon so einer langen, zurückgelegten Distanz. Da lässt echt die Konzentration langsam schon nach. Ja, der A-Cup und der Feuerguschlack, die übrigens auch in der GT3-Meisterschaft von OSR am Start sind, zusammen einen Audi R8 LMS Ultra vom Team Phoenix fahren, MBT oder MBR Racing Team, sind hier auch relativ überstürzt noch eingestiegen, dachten eigentlich, hatten glaube ich vermutet, dass das Rennen einen Tag später ist. Haben es gerade noch so geschafft und somit auch hier das Auto vielleicht noch nicht optimal abgestimmt. Sieht man natürlich hier hauptsächlich an der Getriebeübersetzung von A-Cup. MBRT müsste es sein, genau. More Brain Racing Team. So, und jetzt kann er es versuchen in die Spoon-Kurve oben rein, aber nee, es reicht noch nicht. Speedy weiß das natürlich auch. Macht da natürlich zu. Jetzt direkt im Windschatten wird ihm aber wieder am Ende der Geraden das Getriebe zum Verhängnis werden. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal aus der Onboard an. Die letzten 3 Runden laufen jetzt übrigens gerade. Und da ist der entscheidende Moment, der A-Cup hier, den A-Cup hier nutzt, um aufs Treppchen zu fahren. Hat jetzt einen ganz guten kleinen Vorsprung, muss das Ding jetzt noch verwalten bis ins Ziel, 3 Runden lang. Noch ein wirklich spannendes Finale hier um den letzten Podestplatz, muss man sagen. Beide Fahrer hier wirklich ein tolles Rennen gezeigt. Und das jetzt hier noch nach einer Stunde 37 Minuten, solche Kämpfe, das ist wirklich schöner Motorsport, der hier geboten wird.
Ja, auch Gerümpelkrieger jetzt leider wieder etwas zurückgefallen hinter Softie. Allerdings doch auch ein solides Rennen gefahren und schafft es auch hier die Distanz zu beenden. Hut ab dafür, wirklich gute Leistung. Ja, Softie 96 haben wir ja schon hinlänglich angesprochen. Auf jeden Fall Respekt, dass er die Distanz überwunden hat, bezwungen hat. Aber wirklich schade, dass er am Anfang so viele Leute weggerammt hat und dann, wie ich im Nachhinein erfahren habe, auch die Spitzengruppe nicht richtig überrunden lassen hat. Hat dort wirklich Kampflinie gefahren. Habe ich jetzt hier leider nicht im Video mit drauf, aber ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Und das geht natürlich nicht. Das ist einfach nicht sportlich, nicht fair. Schauen wir nochmal weiter im Feld. Ja, Tails Power, schon angesprochen. Gute Leistung von ihm. Bisschen überfordert und offensichtlich noch mit dem Material. Und ansonsten doch sehr viel Potenzial in dem Fahrer. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier die Runden von Andy 89 an. Hat ja viele Sachen gewonnen, viele Events auch von GCG und auch von GCHD. GCG war ja die Gaming Community Germany, mittlerweile OSR, Online Sim Racer. Tolle Community, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen auf onlinesimracer.de. unserer Community, was Racing Sims angeht. Und jetzt geht er in die letzte Runde. Einmal noch hier über diesen japanischen Kurs, der übrigens in der Form einer 8 angelegt ist. Ihr seht es ja auch auf der Streckengrafik. Keiner konnte ihn heute schlagen. Niemand hatte die Chance. Am Anfang war natürlich der Michels einer noch dabei. Aber so eine überlegene auch Strategie konnte er nicht bewältigen. 1 Minute 33 Vorsprung im Moment, also alles easy bei ihm. Einzig und alleine die Performance war bei Michels einer besser. Hatte doch die schnellere Runde. Ja, und somit ist diese Highlight-Sendung auch relativ lang geworden. Eine Stunde sind wir jetzt schon hier unterwegs und ja, ich freue mich schon auf das nächste Event, auf das Mai-Event. Da wird euch dann auch wieder was ganz Besonderes erwarten. Dort kommt bald nochmal eine Sendung, in der ich nochmal was erklären werde. Und ich freue mich natürlich drauf, auch die Leute hier wiederzusehen vielleicht, die im Moment hier mitgefahren sind. Und hoffe, dass das auch wieder cool wird. Ich bedanke mich echt bei allen Teilnehmern, die das Ding hier durchgezogen haben und mitgefahren sind, soweit sie konnten. Und jetzt sehen wir hier wirklich die letzten Meter. Einmal noch in die Schikane des Suzuka Circuit. 300 Kilometer Renndistanz bewältigt. Und jetzt sehen wir hier die Zieleinfahrt. Benzin war auch knapp nur noch hier am Ende, aber ein tolles Rennen von ihm. 300 Kilometer Super GT. Tolle Leistung von ihm. Ja, auf dem zweiten Platz Ike 86 Number One, also das Fahrzeug, was ich gefahren bin, war natürlich auch sehr zufrieden mit dieser Position. War ein ja, richtiges Langstreckenrennen. Hab wenig Action auf der Strecke gehabt, dafür doch einige Fernduelle. Und bin somit mit dieser Pace, mit dieser Geschwindigkeit doch sehr zufrieden mit dem zweiten Platz, Podiumsergebnis und wirklich ein gutes Ergebnis für mich. Auf der dritten Position kommt dann ins Ziel A-Cup 2010,
auch nochmal ein schöner Kampf mit Speedy 2000 gewesen. Auch eine wirklich solide Leistung von ihm. Tolles Rennen und trotz der vielleicht auch geringen Vorbereitungszeit umso mehr zu schätzen. Speedy 2000, super Rennen von ihm, hat mich sehr überrascht. Tolle Performance an den Tag gelegt. Schade, dass er am Ende noch ein paar Fehler drin hatte, sonst wäre er vielleicht noch aufs Podium gekommen. Aber hätte, wäre, wenn, gibt es nicht. Softy hier, der einzigste NSX-Fahrer, der im Feld verblieben ist. Gerümpelkrieger, solide Leistung. Schade, da am Anfang leider einige Probleme gehabt, am Ende doch besser geworden. Tails Power wird auch die Distanz beenden. Und auf der letzten Position Feuerguschlag, der ja irgendwie in der Box verschwunden ist, die Hälfte des Rennens, und jetzt wieder aufgetaucht ist. Was da los war, weiß keiner so genau. Ja, und somit geht dieses schöne Rennen zu Ende und auch diese Sendung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass das nächste Rennen auch wieder so cool wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Rennen.